Hallo zusammen, Servus, hier ist euer Dr. Gregor Berg von Dr. Berg Tiernahrung. Mit mir heute im Büro ist meine Tochter, die wollte mitkommen und mal die Kameraführung übernehmen. Deswegen haben wir eben auch schon ein Video gedreht. Das war, naja, ziemlich gelungen für einen Experimentalfilm, würde ich sagen. Und ich glaube, wir blenden auch ein paar Szenen aus dem Originalvideo von eben ein in dieses. Und damit er auch da ein bisschen Eindruck gewinnt, wie das eben so abgelaufen ist. War ziemlich cool. Also, hi. Hi. Und schon geht's los. Und zwar mit der Leber. Die letzten Videos habe ich euch die ganze Zeit voll gespammt mit Sachen, also oder mit der Info, dass die eigentliche Verdauung im Dünndarm passiert. Das ist der Dünndarm. Und so ist es auch. Die Nahrungsbestandteile werden kleingeschnitten durch Enzyme, die entweder aus der Darmwand selber kommen oder aus der Bauchspeicheldrüse, hauptsächlich aus der Bauchspeicheldrüse. Was macht also die Leber? Erstmal, wo sitzt sie überhaupt? Sie sitzt hier am Zwerchfell, zwischen Zwerchfell und Magen, also noch vor dem Darm. Und weißt du noch, was da dran ist an der Leber? Eine? Eine Gallenblase, genau. Also haben wir hier so eine Blase dran mit einem Ausführungsgang, der in den Dünndarm mündet. Und was ist da drin in der Gallenblase? Gallensäure. Gallensäuren sind da drin. Ganz ein wichtiger Punkt. Hier, die Leberzellen machen Gallensäuren und geben diese Gallensäuren ab in die Gallenblase. Und wenn dann das Tier, also der Hund, die Katze oder wir, wenn wir was essen, dann, und da sind Fette enthalten, diese Fette führen reflektorisch dazu, dass dann die Gallenblase kontrahiert, also sich zusammenzieht, und die Gallensäuren werden dann hier in den Darm abgegeben. Hier sind sie dann drin. Das ist der eine wichtige Teil. Oder das ist der wichtige Teil, den die Leber bei der eigentlichen Verdauung übernimmt. Gallensäuren da abgeben. Wozu sind die da? Und da zeige ich euch was. Und zwar, wenn ihr eine Schüssel mit Wasser nehmt. Wir haben nämlich eine vorbereitet. Ja, das kannst du machen, genau. Wir haben eine Schüssel mit Wasser. Und wenn man da Fett reingibt, dann verbindet sich das Fett mit dem Wasser nicht. Weil Fette und Wasser nicht kompatibel sind. Die sind nicht, die verbinden sich einfach nicht. Und da braucht man ein Hilfsmittel und das zeigen wir jetzt erstmal. Als erstes geben wir mal Öl rein. Mach mal. Jawohl. Jawohl. Und nochmal einen Schuss. Genau. Und jetzt sieht man, ich stelle es mal darüber, genau, und jetzt sieht man, dass das Öl sich mit dem Wasser nicht verbindet. Genau. Und jetzt haben wir noch was anderes vorbereitet. Und was? Damit sich das verbindet, und zwar Spülmittel. Spülmittel, genau. Schütt mal was rein, mach mal einen ordentlichen Schuss rein. Oh, jetzt sieht man schon, wie sich das alles so an die Seite lagert. Ich rühre mal um. Das ist eklig. So, jetzt sieht man, dass das Fett sich verbindet hat. Genau. Sich verbunden hat, das geht in Lösung. Ja? Jetzt habt ihr gesehen, was das Spülmittel mit dem Fett macht in der Wasserschüssel. Und was hat jetzt das Spülmittel mit den Gallensäuren zu tun? Sehr viel, nämlich? Genau, die Gallensäuren sind eigentlich nichts anderes oder sind sowas Ähnliches wie Spülmittel oder haben eine ähnliche Funktion, funktionieren ähnlich. Nämlich, wir haben jetzt hier im Dünndarm schon Fettsäuren, die hier frei sind. Und diese Fettsäuren sind, weil wir haben hier ein wässriges Milieu, die Fettsäuren können nicht einfach so an die Darmwand transportiert werden. Bei den Proteinen, bei den Kohlenhydraten funktioniert das einwandfrei, aber bei den Fetten eben nicht. Und das ist genauso wie in der Wasserschüssel eben. Jetzt müssen wir Gallensäuren da reingeben, dieses Spülmittel eben. Und die lagern sich mit der fettliebenden Seite an die Fette und außen haben die so eine wasserliebende Seite und dadurch ist das Fett quasi kaschiert, eingepackt in so eine Myzelle, nennt man das, in so eine Kugel, die
in ihrer Gesamtheit dann wasserlöslich ist. Und diese Myzelle wird dann zur Darmwand transportiert, schwimmt dann so zur Darmwand und gibt dann dort die Fettsäure ab. Und die Fettsäure kann dann aufgenommen werden. Die Gallensäuren selber werden nicht aufgenommen, sondern die werden weiter transportiert, an der Stelle zumindest, gehen weiter bis ins Ileum sogar rein, also noch ein Stück weiter, und werden dann da wieder recycelt. Warum? Weil es extrem aufwendig ist. Also das ist ein wichtiger Rohstoff, diese Gallensäuren, und die können nicht so einfach hergestellt werden. Da braucht man dann wieder Rohstoffe, die dafür wichtig sind. Deswegen nimmt der Körper das auf und transportiert die dann wieder zurück in die Galle. Das ist auch der Grund, warum, wenn ich jetzt so eine Darmentzündung habe, im Ileum zum Beispiel, und dort dann diese Wiederaufnahme der Gallensäuren behindert ist dadurch, kann es dazu kommen, dass ich hier zu wenig Gallensäuren habe und dann die Fettverdauung gestört ist, die Fettaufnahme. Gallensäuren sind das Spülmittel, das hilft, die Fettsäuren an die Darmwand zu transportieren und dass sie dort aufgenommen werden können. Das ist die eine Funktion, und sie helfen auch dabei, dass diese fettspaltenden Enzyme diese Fettreste von anderen Strukturen, von Proteinen zum Beispiel oder Kohlenhydraten auch runterschneiden können. Das, also bei der Verdauung helfen sie auch. Aber wichtiger Punkt, die Leber selber macht keine Verdauungsenzyme, sondern macht nur ein Hilfs- oder ein Transportsystem, damit die freien Fettsäuren eben aufgenommen werden können. Das ist der eine Teil, den die Leber macht. Der zweite Teil, und der ist, also die Leber ist sowieso extrem wichtig, Leber, Leben eben. Und gibt noch eine zweite Sache. Hier gehen überall die Bestandteile, die Kohlenhydrate, die Fettsäuren, die Aminosäuren und so weiter, werden alle aufgenommen, gehen hier alle rein in den Körper. Und da haben wir überall so Gefäße. Ja. Und diese Gefäße werden zu größeren Gefäßen. Und am Schluss habe ich ein dickes Gefäß, das dann hier in die Leber reinzieht. Das ist die Pfortader. Die Pfortader leitet alle aus dem Darm aufgenommenen Bestandteile in die Leber. Und was macht die da? Kannst du dich noch erinnern? Macht nichts, wenn du es nicht mehr weißt. Weiß ich nicht mehr. Macht gar nichts. Also die Teile, also die Bestandteile, die dann hier in die Leber geleitet werden, werden überprüft, ob schlecht von dem Körper oder gut. Genau so ist es. Die Leber sortiert das ganze Zeug, was da reinkommt. Schaut, ob das irgendwelche Schädlinge sogar sind, dann wird gleich da irgendwie draufgeschlagen, wird gleich angegriffen und das Immunsystem aktiviert. Da sind ganz viele Immunzellen auch drin. Und dann nimmt sie diese kleinen Bausteinchen, die Aminosäuren, die Zuckerreste und die Fettsäuren, und baut dann, und das ist die eigentliche Aufgabe der Leber, die ist ganz, ganz relevant im Stoffwechsel, die baut dann aus diesen Bausteinchen wieder Sachen, weil wir haben ja gesagt, hier wird alles bis in die Bestandteile zerlegt, und hier, die Leber, baut es halt wieder auf. Und zwar das, was wir dann tatsächlich brauchen, was der Hund oder die Katze tatsächlich braucht. Das passiert in der Leber. Proteinstoffwechsel zum Beispiel. Also diese Aminosäuren werden zusammengebaut, Albumine werden dann gemacht und zum Beispiel. Oder Fettstoffwechsel passiert auch in der Leber, ja, wird dann umgebaut. Nicht alles kann in alles umgebaut werden, aber vieles in vieles. Ja. Und das passiert alles in der Leber. Die Leber ist auch zum Beispiel ein Kohlenhydratspeicher. Also die Kohlenhydratspeicher im Körper sind in der Leber. Das wäre das, was die Leber tut. Das ist aber alles nach der eigentlichen Verdauung. Da sind die Sachen schon aufgenommen in den Körper. Und wenn da dann irgendwas nicht funktioniert, dann gibt es ganz, ganz viele Auswirkungen. Aber ein wichtiger Punkt auch zum Merken, Leberenzyme, ja, das ist sind diagnostische Werte, die haben aber nichts mit Verdauungsenzymen zu tun. Das ist vielleicht eine Sache, die ihr euch wirklich mitnehmen solltet. Die Leber selber macht keine eigentlichen Verdauungsenzyme, sondern nur einen Transportstoff, die Gallensäuren,
ja, um die Fette aufzunehmen. Das ist das eine. Und das zweite ist eben, sie bearbeitet und kontrolliert und sortiert alle Stoffe, die aus dem Darm kommen, nachdem sie aufgenommen wurden. Das sind die zwei wichtigen Aufgaben der Leber. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Ich habe es so erklärt, dass ihr es verstehen könnt. Das wäre der eine Punkt. Und das andere ist, dass es euch ein bisschen Spaß gemacht hat. Ich wünsche euch einen ganz schönen Tag. Alles Gute für euch. Bis zum nächsten Video. Da geht es dann um den Weitertransport in den Dickdarm. Alles Gute für euch. Macht's gut, bleibt gesund. Euer Dr. Gregor Berg. Servus, ciao. Tschüss. Ciao.